Moin, herzlich willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Klemmbaustein der Klemm. Heute in dem Video geht es heute nicht um Diamond Blocks, sondern mal um die Mini Blocks. Da hatte ich vor einiger Zeit, das ist bestimmt schon ein Jahr her, könnt ihr euch vielleicht schon entsinnen, die schon länger den Kanal schauen, die Kamera aus Mini Blöcken gebaut. Die ich persönlich auch sehr gut fand. Mittlerweile gibt es ja eben sehr viele Modelle von. Vielleicht präsentiere ich da auch noch mal eins von. Aber heute soll es jetzt erstmal von der Firma LOZ, also LOZ geschrieben, um ein Street View Modell gehen. Und zwar ein Restaurant oder Imbiss in Piratenmanier, Piratenstyle. Ich hatte einfach mal Bock drauf. Mal wieder größere Bausteine in die Hand zu nehmen. Wenn man jetzt ständig nur, und jetzt, mein letztes Modell war Schloss Neuschwanstein. Ach ja, übrigens, Schloss Neuschwanstein, das, den Gewinner, der steht unterm Video. Der soll mich bitte persönlich dann kontaktieren und dann sende ich das Set natürlich dann dementsprechend zu. Das ist ja zum Thema Gewinnspiel, ihr wisst ja Bescheid, wer kommentiert hat oder wer geliked hat oder dementsprechend das Video geteilt hat, der bekommt dann eben dieses Set oder wird dann eben, ist in der Auslosung mit dabei und das habe ich dann eben gemacht. Und wie gesagt, der Gewinner steht unterm Video. Ja, also wie gesagt, wenn man, die Steine sind ja im Prinzip Lego-Steine von Typen her und so weiter. Da gibt es also keinerlei Teile, die es, glaube ich, bei Lego nicht gibt, nur dass die eben geschrumpft sind. Diese Diamond Blocks sind ja nochmal ein Stück weit anders, von den Passformen her und so weiter. Und dieses hier ist einfach, ja, Lego-Steine, die geschrumpft sind. Das ist natürlich kein richtiges Lego, das sei ausdrücklich gesagt. Aber das sind eben Klemmbausteine, wie ihr sie eben kennt, nur kleiner. Genau, und da ich ja eben erstmal Neuschwanstein hinter mich gebracht habe, was ich auch nach wie vor eben für ein ganz tolles Modell halte, aber was viel Arbeit war, dachte ich mir mal, ach, nimmst du mal ein paar größere Steine, weil das ist dann, wenn man umsteigt auf diese Mini-Blocks, ist das schon wieder viel einfacher, die zu klemmen. Ne? Wenn man jetzt natürlich nur mal Lego klemmt und dann eine Stufe runter geht auf diese Mini-Blöcke, dann muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen. Für mich war das jetzt ganz einfach. Mich interessiert halt diese Serie von LOZ. Da gibt es eben ganz viele mit Restaurants oder auch aus der Ming-Dynastie oder aus verschiedenen Epochen gibt es da eben diese Häuser. Meistens sind das immer im Viererblock, werden die angeboten, die dann eben zu so einer Serie zusammengehören. Und ich wollte es mal machen, erstmal A, weil es mir gefallen hat, und B, dachte ich, ich muss jetzt mal eben schauen, ich habe jetzt hier die, so ungefähr soll das dann am Ende aussehen, na, das Ganze, und das ist, oftmals sind die Sachen ja so ein bisschen kitschig und ist Geschmackssache, bloß was ich halt faszinierend fand, das ist ja so ein bisschen, ihr seht ja auch schon die drei Teile. Ich habe es jetzt so ein bisschen modular gemacht, ne? Weil ich euch auch die Innenräume mal zeigen wollte. Das ist mit sehr viel Liebe kreiert und zusammengebaut, das Ganze. Ich muss jetzt mal ein bisschen meinen Spickzettel rausholen, weil ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, auf die Bauanleitung, die Stückzahl der Bausteine. Das sind 380 Teile. 380 Teile und von der Handbreite, wenn ich es jetzt so sehe, ja, wenn das mal 10 cm sind, ne, von dem Ausmaß des Gebäudes, also das ist wirklich sehr, sehr klein. Die haben auch eine Figur ist auch mit dabei, die zeige ich gleich nochmal eben, das hat überhaupt nichts mit Lego-Figuren zu tun. Man könnte aber fast meinen, man könnte hier eben das Ganze bespielen. Die Anleitung, ich nehme es hier mal zur Seite. So. Ihr seht schon, das ist ein riesen Bauplan, den man da ausklappen muss. Das sind insgesamt 47 Teile und hier seht ihr dann auch nochmal
wie es dann eben komplett aussieht. Ihr seht hier auch schon, das, was man eben nicht baut, ist ausgegraut. Und ja, dementsprechend das, was man eben baut oder in dem Moment draufsetzt, ist dann eben farblich hinterlegt. Komme ich ganz gut mit zurecht. Kommt ein bisschen abends, meistens mache ich das vom Fernseher, dass ich die Modelle baue. Dann ist eben immer die Frage, wie sich das verhält von den Lichtverhältnissen. Ne? Das Licht ist dann nicht so gut und ich muss dann eben ja manchmal eben doch schauen, welche Farbe das jetzt ist. Das ist eben nicht ganz klar so zu unterscheiden. Das haben wir hier auch einmal. Jetzt seht ihr das hier. Das soll ein Gold sein, weil das so Glitzer ist. Dunkelbraun, hellbraun. Ne, klar, jetzt kann man das so erkennen, aber manchmal an den Steinen oder so nicht so. Also müsste ich schon für gute Lichtverhältnisse sorgen, gerade weil das auch so kleine Teile sind. Ne? Ja, 47 Bauschritte und wie gesagt, ich finde die Menge eben 380 Steine verbaut in diesem kleinen Shop oder Restaurant, wie man es eben nennen möchte. Das ist schon gewaltig. Das Ganze ist insofern nicht modular, weil die Stockwerke werden aufeinander geklemmt. Also die kann man nicht so ohne weiteres wieder auseinandernehmen. Ich habe mir aber dennoch die Mühe gemacht, um euch eben das mal im Detail zeigen zu können. Wenn es dann nachher erstmal festgeklemmt ist, ist es festgeklemmt. Also da kann man es nicht mehr auseinanderbauen. Vielleicht, wenn da jemand Lust hat oder wie auch immer, kann er das Ganze modular bauen. Wir schauen mal eben. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, achso, genau, das ist ja auch mal ganz nett. Hier haben die ganzen Stückzahlen abgebildet. Detailliert, wie viele Teile es dort gibt. Und was für Teile es so gibt. Also man sieht auch schon, das ist eine ganze Menge an verschiedenen Teilen, die man dort eben verbauen muss. Viele Farben und so weiter. Natürlich auch viele ganz kleine Teile, die man hier eben hat. Wie gesagt, finde ich, war das jetzt nicht so die Herausforderung, weil ich immer sonst Diamond-Blocks habe. Und das ist ja für mich jetzt die Mini-Blocks die nächstgrößere Größe. Die arbeiten hier eben auch mit Aufklebern. Das ist jetzt ein relativ kleiner Bogen. Ja, fand ich jetzt nicht schlimm. Wäre natürlich schöner, wenn es Drucke wären, aber ach komm. Dafür ist es auch nicht bespielbar. Das stellt man sich irgendwie ins Regal und das war es dann letztendlich. Ne? Ja, wir haben dann hier einen Teiletrenner. Ist letztendlich, wie gesagt, genauso bei Lego. Nur, dass es eben kleinere Teile sind. Haben wir mal so eine Fliese hier. Na. Oh, 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 oh. Ja, das sollte jetzt natürlich nicht passieren. Nur haben wir natürlich alles hier durch die Gegend gehauen. Aber dann habt ihr das mal gesehen. Ich würde das Video jetzt nicht nochmal neu aufnehmen. Aber ja, das sind die Teile, die eben übrig geblieben sind, die ich gerade umgeworfen habe. Vorführeffekt. Ist halt so. Aber wir wollen uns jetzt ja eben auf die Teile eben konzentrieren. Und zwar fangen wir unten an mit dem Stockwerk. Dort haben wir eben den Eingang. So sieht das Ganze eben aus. Und sehr detailliert, also sehr liebevoll. Ne? Da ist so ein Eimer und ja, so ein Haken, eine Regentonne, das Schild, ne? Enjoy the Sea. Dann geht es hier rein. Ne? Und es ist ganz süß gemacht, wie ich finde. An der Seite sind auch Fenster, die kann man eben wie bei Lego eben auch, die kann man eben öffnen. Ne? Das geht. Dann haben wir auch schon die Pins, also die Restaurants oder die Serie wird eben nachher so zusammengeklickt. Da gibt es also, wie gesagt, noch vier weitere Restaurants. Hier haben wir dann Pins und hier haben wir dann eben die Löcher, wo die anderen nachher reinfassen. Ja, auch wieder ein Fenster. Dann sehen wir hier, ich nehme sie mal raus. So sieht die Figur dann mal aus. Wie gesagt, keine Arme, also es hat überhaupt nichts mit Lego zu tun, das Ganze. Dann haben wir hier ja, so eine Sitzecke mit Tisch,
Man sieht, da gehen auch richtig so eine Treppe geht da runter. Das ist dann der Verkaufstresen. Ne? Ja, da ist eine Harpune und ein Licht und ein Hammer oder eine Axt oder wie auch immer. Also sehr viel Liebe zum Detail und ja, ich bin echt begeistert, muss ich echt sagen. Also wie gesagt, ihr könnt das Ganze bei mir im Shop natürlich auch bekommen. Vielleicht baue ich euch auch noch mal die anderen Modelle. Ob ich euch denn jedes einzeln präsentiere, das ist mir jetzt noch nicht klar. Vielleicht mache ich auch die ganze Straße fertig und dann dementsprechend präsentiere ich euch die ganze Straße. Muss ich mal eben schauen. Genau. Also es ist erst, ja, es ist auch alles gefliest, ne? Also wie beim großen modularen Haus von Lego. An alles gedacht, ne? Also gefliest ist es dementsprechend auch. Und wie gesagt, 380 Teile müsst ihr da klemmen. Das ist schon gewaltig. Das ist dann der nächste Stock. So sieht das von vorne aus. Ne? Mit Steuerrad und wieder ein paar Fackeln und eine Fahne und Fernglas oben drauf. Also sehr viele Details wieder. Hier oben auch. Sieht aus wie so ein, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, wie so ein Schreibtisch mit ja, wo man eben dran sitzt. Da ist dann auch noch ein Fernglas. Man hätte es jetzt auch zum Fenster drehen können, das wäre besser gewesen. Hier noch so eine Schatzkarte im Hintergrund. Ja, kann man sehen, da. Ne, also die haben alles gedacht, ne? Das ist echt ganz nett gemacht. Hier hinten nochmal. So sieht das dann nachher von der Rückseite aus. Ne? Also sehr, sehr viele kleine Details, auch mit den Fenstern hier. Ganz gut gemacht. Ich versuche jetzt einfach mal, ob ich das jetzt hier drauf kriege. Ach so, von unten hatte ich jetzt gar nicht gezeigt. Das sind dann noch so Lampen vom Restaurant drunter. Ich hoffe, ich kriege es jetzt hin. So, das passt schon mal. Kleinen Moment. Vielleicht kriege ich es drauf gedrückt. Mal gucken. Es sieht nicht so aus, dass ich das jetzt unfallfrei jetzt hinbekomme im Video. Doch. Ah ja, da ist nur ein Teil abgegangen hier. Hoppala. Den kriegen wir aber, glaube ich, wieder hin. Genau. So. Das klemmt doch. Genau. Ja, und ich habe, ich wollte es deswegen euch so präsentieren, weil ihr seht ja, das obere Stockwerk, da seht ihr das nicht. Hier seht ihr jetzt die Lampen, ne, vom Restaurant. Also richtig gut gemacht. Und ja, wie gesagt, man kann, ist es schön, wenn man die obere Ansicht hat. Hier kann man ja wenigstens noch reingucken. Hier oben kann man nachher nur noch so einen kleinen Blick erhaschen. Und deswegen habe ich das Dach dann weggelassen. Das Interessante bei dem Dach ist, dass ihr so ein kleines Schiff, Boot da drauf baut, das ist das Segel, ne? Ja, und auch sehr viele Details, ob das jetzt Trinkbecher sind oder eine Pommes-Tüte oder Kaffeebecher soll das sein. Also da wurde auch an alles gedacht, ne? Das ist schon sehr hübsch, das Ganze, finde ich. Sagt mir gerne eure Meinung dazu. Ich hoffe auch hier, dass ich das jetzt so draufgeklemmt kriege, problemlos. Relativ problemlos. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, wie gesagt, und dann ist es eben so, es klemmt, ne? Also danach, wenn das erstmal so zusammengebaut ist, dann kriegt ihr das nicht so ohne weiteres wieder auseinander. Ja, so sieht das aus. Ne? Nicht größer wie so eine Faust, ne? Ich denke mal, ich habe ganz normale Hände. Und dann, ja, Puller, Entschuldigung. So, das ist das Gebäude. Und wie gesagt, die Liebe zum Detail und alles, ich finde es einfach großartig. Ich finde es echt klasse. Ich glaube, ich werde mir die anderen auch holen. Zumindest, dass ich die Straße mal komplett habe. Und so zur Abwechslung, ich habe da jetzt, ja, ein Abend, ne? Ein Abend geht da bei drauf, sage ich jetzt mal so. Und
Also ich würde es gerne wieder machen. Die haben auch noch sowas mit dem Pharao, ist glaube ich noch mit dabei. Einmal so Halloween-Thema bei den Straßen. Also wie gesagt, ich finde es großartig. Ihr findet die Teile dann auch bei mir im Shop. Und ja, sagt mir eure Meinung. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Ihr könnt das Ganze natürlich wieder gewinnen. Der Gewinner wird im nächsten Video bekannt gegeben. Also jeder, der es geteilt hat, der einen Kommentar drunter geschrieben hat, der ein Video einen Daumen hoch gegeben hat, der kommt in den Topf. Und dann schicke ich euch das wieder nach Hause, wenn ihr der Gewinner seid, der oder die Gewinnerin. Ne? Ja, ich wünsche euch damit viel Erfolg. Achso, hier habe ich das nochmal komplett von hinten. Ne? Und dann seht ihr, also vom zweiten Stock sieht man nicht viel. Gut. Aber jetzt sind wir schon wieder bei 13 Minuten. 15 Minuten, glaube ich. Insofern, ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr verquatschen. Ist wieder sehr lang geworden für so ein kleines Teil. Aber immerhin 380 Teile. Ich kann es nur empfehlen. Ich finde es ganz nett. Es ist halt zum Hinstellen, nicht zum Bespielen. Aber immerhin für mich fast ein vollwertiges, modulares Gebäude. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Ciao.